Schwimmen zu können, ist lebenswichtig für uns alle. Umso beunruhigender sind die Meldungen, dass rund ein Drittel aller Grundschüler in unserem Land nicht mehr sicher schwimmen kann. Die Corona-Beschränkungen haben noch zusätzlich die Lage verschärft. Für tausende Kinder sind Schulschwimmstunden ausgefallen. Und wegen der weiter geltenden Beschränkungen bieten einige Organisationen in diesem Sommer gar keinen Schwimmunterricht an. Anders bei der DRK Wasserwacht in Schönberg. Kapazitäten sind erschöpft. Ich mache jetzt schon, seit letzten Samstag immer zwei Kurse ineinander, also einmal von 10 bis 12 und von 12 bis 14 Uhr. Meine Kollegen in Grevesmühlen, also am Plockensee, die planen ab dem 20. auch noch einen Kurs. Ja, aber es ist eben halt, es gibt nur 4 Ausbildungsbereiche im Bereich der Wasserwacht in ganz MV, die Schwimmkurse machen. Die anderen haben sich da leider noch ein bisschen ausgeklinkt, die anderen Organisationen und auch die anderen Bäder, die sind alle noch nicht so weit. Aber wir versuchen trotzdem, so vielen Kindern wie möglich das Schwimmen beizubringen. Die jüngste Teilnehmerin am aktuellen Schwimmkurs ist gerade mal 5 Jahre alt. Das Seepferdchen hat sie schon und trainiert jetzt für das bronzene Schwimmabzeichen. Natürlich müssen auch bei diesen aktuellen Kursen alle Vorgaben in Sachen Hygiene und Abstand eingehalten werden, was im Wasser aber gar nicht so einfach ist. Es gibt einmal für die Eltern ein Schriftstück, wo eben halt abgefragt wird, ob sie in Kontakt gekommen sind mit Angehörigen oder eben halt mit Leuten, die vielleicht infektiös waren. Das hole ich mir vorher ein, damit dann eben halt auch alles sicher ist und wir eben halt auch Sachen auch nachweisen können, dass da eben halt nichts vorliegt und ich auch den Nachweis führen muss. Genauso wie jedes Restaurant muss ich den Nachweis erbringen, wenn mal irgendwo was ist oder wenn sich ein Kind ansteckt, dass man sagen kann, wie ist das passiert, wie konnte das passieren. Aber dadurch, dass wir das Bad hier für uns morgens alleine haben, ist das kein Problem. Ja, das ist also außer den Schwimmkindern kein öffentliches Schwimmen hier möglich. Die Landesregierung hat Gutscheine für Schwimmkurse ausgegeben, aber die Nachfrage nach freien Plätzen ist riesig. Allein hier in Schönberg stehen 70 Namen auf der Warteliste. Ja, es ist schwierig, aber es liegt auch mal teilweise daran, dass eben halt auch nicht genug freie Schwimmkapazität sowohl in den Bädern als auch in den Freibädern oder eben halt zur Verfügung steht. Die Schulen versuchen zwar durch Schwimmlager das eine oder andere rauszuholen, aber es langt trotzdem hinten und vorne nicht. Oder eben halt die Kurse sind natürlich auch, die kosten natürlich auch Geld. Und das ist natürlich für eine alleinerziehende Mutter zum Beispiel mit 2 Kindern ist das schon fast nicht mehr erschwinglich, weil das einfach auch teuer wird, ne? Junge Leute, die sich als Schwimmlehrer ehrenamtlich engagieren möchten, sind herzlich willkommen bei der DRK Wasserwacht vom Kreisverband Nordwestmecklenburg.